wegen den körperlichen Gewaltmaßnahmen. Wir haben auch noch am Sonntag oder was dann Montag früh bei der Gerichtsmedizin entsprechende Feststellungen machen lassen, welche körperlichen Schäden da entstanden sind. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen magst. Ja. Vielleicht kurz. Also die Presseverlautbarung des Polizeipräsidenten war ja nicht nur eine Verlautbarung auf Anfrage, sondern die hat er auf seine Homepage gestellt, und zwar gegen Sonntagmittag. Das Hauptvideo, also die Szene, wo der Reißer reißt und der Schläger schlägt, war etwa vom Samstag 23 Uhr oder 22 Uhr an im Netz an verschiedenen Stellen zu finden. Und etwa ab 23 Uhr konnten wir später bei den Akteneinsichten die Verdunklungshandlungen der beiden beteiligten Polizeibeamten feststellen, nämlich des Reißers und des Schlägers. Die Angaben, etwa so wie das Andi gerade geschildert hat, dass der Mann und andere erstens den Abtransport der Gefangenen behindert hätten, Platzverweisen zuwidergehandelt hätten und es zu Gefangenenbefreiungsversuchen des Fahrradfahrers gekommen sei, nachdem der festgenommen worden wäre. Also dazu muss man nochmal sagen, ich bin ja nun schon alter Mann und als Jurist verbildet im Westen. Ich habe mir immer vorgestellt, bei einer Festnahme wird einem zunächst einmal die Festnahme eröffnet. Das wird man in der Regel verbal eröffnen als Polizeibeamter und ein Festnahmegrund. Und vielleicht auch noch so ein bisschen was an Rechtsbelehrung zuteil. Aber so habe ich mir eine Festnahme nicht festgestellt. Und ich glaube, es ist auch keine Festnahme im polizeirechtlichen Sinne, sondern das ist eine Straftat eines Beamten, eine Körperverletzung im Amte und vielleicht auch eine Freiheitsberaubung, das werden wir zu anderer Zeit feststellen. Jedenfalls am Sonntagmittag stellte er das auf seine Homepage. Sonntagmittag etwa kamen die zu mir. Montagmorgen ließ der Fahrradfahrer seine Verletzung durch einen Gerichtsmediziner, der Berliner Gerichtsmedizin, feststellen, die im Wesentlichen darin bestanden, dass ihm die Lippe, die Ober- und die Unterlippe vom Kiefer gerissen worden waren. Das sieht man auf den Bildern, wenn man sie sich gewissenhaft ansieht, auch. Der Reißer nämlich reißt ihn nicht nur am T-Shirt, sondern er reißt ihm später auch durch einen Griff in den Mund die Oberlippe vom Kiefer. Und dann hatte er noch so multiple Verletzungen am Körper und am Kopf. Und am Montagmittag habe ich dem Polizeipräsidenten einen freundlichen Brief geschrieben und habe ihm gesagt, er möchte doch freundlicherweise zu seiner verlogenen Presseerklärung noch die Darstellung des Tatopfers tun. Das hat er abgelehnt. Daraufhin habe ich ihm am Dienstag eine Unterlassungsaufforderung geschickt und habe ihm angekündigt, dass ich meinerseits Ermittlungen anstelle und die Sache, und zwar nicht beim Polizeipräsidenten, der ja möglicherweise auch Ermittlungsrechte hat als Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft, sondern bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige erstatte und habe ihm dann, nachdem ich ganz aufgeregt einen Beamter des LKA anrief, wann denn meine Strafanzeige käme und meine Ermittlungsergebnisse, gesagt, die kriegt ihr nicht, denn ihr verdunkelt. Meine Ermittlungsergebnisse übergebe ich am Freitag dem zuständigen Generalstaatsanwalt. Da waren ja 5 Tage vergangen und habe die dann am Freitag zusammen mit einer ersten, allerdings noch nicht so elaborierten Darstellung des Ergebnisses von mehreren Videos, also auch den Vorvideos, die aus Zivilistenkreisen mittlerweile aufgelaufen waren, übergeben. Damals noch unfertig, mit Standfotos haben wir das versucht, mit einer genauen Beschreibung. Wir haben das natürlich auch nicht so schön synchron bekommen. Das ist ja technisch relativ aufwendig. Und am Freitag gegen 11 waren dann auch die sogenannten Ermittlungsergebnisse der Polizei bei der Staatsanwaltschaft, was überraschend war, denn normalerweise, und darauf kommen wir noch zu sprechen, sitzen die viele Wochen, wenn nicht Monate auf ihren Ermittlungen, bevor die erstmals die Staatsanwaltschaft einschalten. Aber in diesem Fall war durch den Druck des Wissens, dass unsere Ermittlungsergebnisse bei der Staatsanwaltschaft landen, die genötigt, ihre ersten Ermittlungsergebnisse, ihre sogenannten Ermittlungsergebnisse auch abzuliefern. Das waren im Wesentlichen verlogene Stellungnahmen von verschiedenen Polizeibeamten, unter anderem den Beschuldigten.
zu dem, was da angeblich geschehen sei. Und es wurde behauptet, bereits am Dienstag dieser Woche vom Polizeipräsidenten, es gäbe ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen den Radfahrer, der habe Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet im Zusammenhang, was ja wiederum in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, wenn er selber Widerstand leistet, dann darf man ihn ja auch etwas härter anfassen. Und man weiß ja, wenn ein Bürger Widerstand leistet, dass er dabei Verletzungen fand. Das war der Stand sozusagen am Freitag. Und nun hatte natürlich der Polizeipräsident unsere Ermittlungsergebnisse. Und wir haben gedacht, das ist ja ein anständiger Mann, der ist ja auch für die Kennzeichnung von Prügelbullen auf Demonstrationen. Und deswegen wird er, wenn er unsere Ermittlungsergebnisse liest, ein Einsehen zeigen und sich auf unsere Seite schlagen. Aber nein, am darauffolgenden Montag trat er vor dem Berliner Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses aus und verlautbarte genau dasselbe wieder, sozusagen in Kenntnis dessen, was wir zusammengetragen hatten. Und daraufhin haben wir ihn verklagt und haben gesagt, du machst in der Sache den Mund nicht mehr auf. Schon gar nicht verleumdest du das Verbrechensopfer. Denn das ist ja nun ein allgemeiner Grundsatz, wenn einer Opfer einer Straftat wird, muss er sich nicht noch vom Täter oder Beteiligten an der Tat verhöhnen lassen. Das kann man ja einsehen. Wenn man eine Frau vergewaltigt, darf man nicht noch schlecht über sie in der Öffentlichkeit hinterher reden. Und viel besser ist es nicht, wenn ein Polizeipräsident über ein Opfer von prügelnden Bullen redet und dem die Schuld zuweist. Wobei das verwaltungsgerichtliche Verfahren, kann man glaube ich sagen, diese Unterlassungserklärung zu bekommen, tatsächlich eine Runde gedauert hat. Hatten also ein bisschen Probleme gegen ihren Polizeipräsidenten. Naja, so kann man es auch nicht sagen, sondern das war jetzt Montag. Da waren also ungefähr 10 Tage vergangen. Die Staatsanwaltschaft hat die Sache dann auch ernst genommen, konnte sie ja auch wohl schlecht anders, weil mittlerweile ja mehrere Videos im Netz standen und eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit auf der Sache ruhten. Und wenn man jetzt mal die Struktur der Verteidigung der Polizeibeamten, also die Verdunklungshandlung, die am Samstag, den 12. in den Abendstunden mit den verlogenen Erklärungen der beiden Tatbeteiligten begann, die sagten, wir haben ja nur Widerstand bändigen müssen und ihre eigenen Gewalthandlungen völlig verschwiegen, und auch deren Vorgesetzten, die stets nur die Gewalt, angebliche Gewalt der Demonstranten schilderten, aber eigene Gewalthandlungen nicht gesehen hatten, also unter anderem dieser Herr mit der Glatze und der Deutschlandfahne auf dem Revers, der nichts gesehen haben will, die liefen darauf hinaus, dass sie sagten, ist zwar nicht schön, was mit dem Mann passiert ist, aber ihr wisst ja nicht, was vorher war. Und vorher hat er ständig mit seinem Fahrrad den Polizeibeamten Behinderungen zuteil werden lassen, hat sie behindert, hat das Fahrrad dazwischen geschoben, ihm sind Platzverweise erteilt worden, er hat denen zuwidergehandelt, er hat Widerstand geleistet. Das war sozusagen die Geschichte, die darum rankten, weil sie nicht wussten, dass es weitere Videos gab. Und dann gab es eben diese Videos bereits in der ersten Woche, die aber noch nicht in diese Synchronisation gebracht waren. Und nun setzte ein heftiges Nachdenken bei der Polizei ein. Was können wir denn jetzt machen? Und dann haben sie ermittelt, naja, wenn man die Videos so aneinander hält, dann sind da 1,5 Minuten Zeit, die Videos nicht abbilden. Und da hat das stattgefunden. Und dann gab es also von denselben Beamten teilweise neue Zeugenaussagen, die dann sagten, aber in diesen 1,5 Minuten gab es also üble Widerstandshandlungen und Gewalthandlungen und diese Szene mit dem Fahrrad. Und dann haben wir im Wege der Akteneinsicht zunächst in dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren, das wir gegen den Polizeipräsidenten mit dem Ziel angestrengt hatten, ihm den Mund zu verschließen, das Tatopfer zu verleumden, diese Videos in die Hände gekriegt und haben gesagt, da haben wir ja ein Video, das zwar das eigentliche Tatgeschehen nicht zeigt, weil der Bulle irgendwie zart beseitet ist und seine Kamera weggehalten hat und lieber die schreienden Passanten und Zivilisten gefilmt hat als die schlagenden Bullen, aber der hat in Echtzeit alles abgebildet. Wir haben da also die 3,5 Minuten, die wir brauchen, durchlaufen und können jetzt anhand dieser Zeitmessung die Bilder einpassen. Im Übrigen hatten wir das zweite Video, das zwar teilweise unvollständig war, das aber wiederum die Vorbereitungsszene. Wir haben uns ja immer gefragt, was macht denn der Schläger, der nach der Dienstnummer gefragt wird und sich so zielstrebig nach hinten bewegt. Da haben ja immer die Freunde von Andi gesagt, naja, die